Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Auch diese Folge ist in Danetsch und ich werde die Bounty Quests von Udita machen in dieser Quest. Aber davor ist noch eine kurze Leveling Session für Level 12 notwendig. So, Palegina, ihr werde ich Charge geben, das heißt, sie kann den Gegner anstürmen, den dann stunnen und so auch ein bisschen über das Feld kommen. Aber ist eine Fähigkeit, die ich wahrscheinlich sehr selten einsetzen werde. So, bei Remora. Dem werde ich keinen Charge geben. Aber der wird hier Routing Pain bekommen, da jedes Mal, wenn er eine Wunde bekommt, macht er so ein Mini-AOE auf Gegner und unterbricht die dabei. Das ist das Wichtige eigentlich. Keine unbedingt notwendige Fähigkeit, aber eine Okay-Fähigkeit. Maya. Was bietet uns Maya? Ach, hier ist es so, bei ihr hat man sowieso das Level Up schon das Problem, irgendwas Sinnvolles zu suchen. Und es wird jetzt hier nicht besser. Und ich werde deswegen eins von diesen Standard Level Ups nehmen. In dem Fall Bears Fortitude. Das man nehmen kann, das man nicht nehmen muss, wo einfach die Body Defense um 20 erhöht wird. Tekehu, für den hatte ich im Video, im Leveling-Video schon gesagt, was ich da in Level 12 nehmen werde. Das ist ein Gesang, also somit beim Chanter. Es ist ein offensiver Gesang, der allen, die in seiner Reichweite stehen, plus 15 Damage zusätzlich als Burn Damage gibt. Das ist richtig gut. Vor allem, wir haben zwei Nahkämpfer und er steht eh meistens recht nah dran. Dann ist das ganz gut und ich stelle jetzt auch hier mal an dieser Stelle seine Chance um. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Auswahl wie vorher. Ich mache jetzt mal zwei Chance. Der eine ist, wenn es eng wird, der mit mehr Defense, und der andere ist der, dann, was dann auch noch Maya zugute kommt. Mal schauen, meistens werde ich den ersten einsetzen. Und bei Alof werde ich jetzt dann endgültig doch Langard's Safeguard nehmen, die verbesserte Möglichkeit von Langard's Displaced Image, weil sonst auch auf dem Power Level 6 für ihn nicht mehr viel geboten ist. Gut, das war's mit dem Leveln und jetzt können wir zu Udita und von ihr mal die Bounties, sie hat insgesamt drei Bounties hier, abholen. Me for a butter slicer hard sack. It's you, ain't it? Angry by the thumbs. At your service, he says. I'll keep it quick, see? If your little dinghy has got some chase in it, I've got a list of captains with a black mark to their name whose ships need a quick scuttling. And I'm in the market for a scuttler. You read me like a book, you do. Then let's talk business, eh? You'll be looking to scuttle Cornu first, one of Rautai's finest, eh? I don't ask my client what he did or what scale his death balance is. Safer to keep questions in the hold. Hope that don't make you skittish, none. Loyalties being what they is. I'll measure where my loyalties lie, thank you. If our target is worth his salt, he'll send us down to Andra's realm anyway. Mark me. But the bird lass thinks she's true-born principi, she does. Of course you will. Now's a good opportunity when you seize it. Cornu helms a voyager early muster in the waters north of Nekataka and south of Sayuka. Udita bietet lauter Schiffskampf Bounties an und Cornu, der sind schon mehrmals auch über den Weg gefahren, befindet sich direkt in der Nähe von Nekataka. Und dann werden wir mal reingehen. Giorno ist ziemlich unter unserem Level, er ist nur Level 6.
Und wenn man sich sein Schiff anschaut, dann hat er halt nur vorne eine und rechts eine Kanone. Das heißt, den können wir ziemlich schnell wahrscheinlich legen. Ich muss erstmal in die Reichweite meiner Kanonen kommen. Aber dann das übliche Spiel bei ihm. Hold Position, Fire, Jive und von vorne. Jive, nicht Jive. Und tatsächlich versucht er jetzt hier schon zu fliehen, so wie es ausschaut. Aber jetzt habe ich ihm erstmal die Segel komplett zerschossen. Das heißt, mit Fliehen wird es nicht mehr so viel. Jetzt fahre ich erstmal näher, dass er ja nicht flüchten kann. Aber irgendwie bewegt er seine Segler sowieso die ganze Zeit nur rum. Da kann ich gleich stehen bleiben. Und ihm dann mit dem Cannonball seinen Rumpf zerschießen. Wobei ich hier genau den Rumpf nicht treffe, sondern die Mannschaft treffe. Aber von jetzt an ist es nur noch Jibe, Hold Position, Fire. Jetzt hat er überhaupt keine unverletzte Mannschaft mehr. Ist also komplett hilflos zu diesem Zeitpunkt. Oh, und sein Rumpf hat auch nur noch zwei Leben. Und somit sollte beim nächsten Schuss alles erledigt sein. Giorno down. Gut, das war auch mit Giorno schon, er ist recht einfach. Wahrscheinlich eine der ersten Segelkämpfe, die man überhaupt machen sollte. Und dann Abgabe der Quest bei Odita und die nächste holen. Hope the Navy doesn't trouble you none over it. They tend to hold a grudge. Hey, you're better at this than I thought. You open some more work and more coin for your troubles? Your next target is Kuaru, a Huana captain with a black mark on his name. He sees Outlander ships like floating game, ready to be harpooned. The Huana fleet cherishes him as a patriot, I say. Kuaru helms the junk Kamat Ongeti and lurks on the outskirts of Kua Urukuhu island chain, east of Nekataka. Good hunting, Scuttler. Der nächste ist also Kuaru und der befindet sich östlich von Nekataka, nicht weit von Nekataka weg. Ja, ich habe ihn hier direkt an der nächsten Insel östlich davon gefunden, war vielleicht auch ein bisschen Glück. Und den packen wir dann als nächstes an. Der hat eine Junk als Schiff. Das heißt, er hat hier extrem viele Slots, aber er hat auf einer Seite nur Waffen, die kurz schießen können, also links, und auf der rechten Seite nur Waffen, die weit schießen können. Und das mache ich mir hier jetzt auch zunutze. Er ist jetzt mir schon rechts zugedreht, was in dem Fall heißt, wenn ich unter 300 Meter gehe, dann trifft er mich nicht mehr. Und da, deswegen fahre ich gleich mal als allererstes ganz nah ran. So dass aber dann meine Reichweite meiner Kanone natürlich passt. Leider schaffe ich es nicht rechtzeitig hinzukommen, bevor er nicht den ersten Schuss macht, der auch ganz schön reinhaut bei mir. Aber jetzt bin ich bei einer Reichweite da, wo er wirklich Schwierigkeiten hat, überhaupt zu treffen. Und dann fange ich mal an zu schießen. Thank you.
Jo, er schießt wieder, trifft aber schon mal mit einer nicht. Und hier gehe ich jetzt gleich auf seinen Rumpf. Ein Crewmember fallen aboard. Okay, das habe ich da gar nicht gelesen. Und dann wieder das alte Spiel. Und hier zwei sauerne Treffer. 22 Schaden, nicht schlecht. Das halbe Leben seines Schiffs ist schon weg. Und jetzt versucht er mich irgendwie zu entern, weil er direkt auf mich zulegt. Deswegen fahre ich ihm jetzt mal ein bisschen weg. Und hier dreht er sich auf die andere Seite. Das heißt, jetzt hat er nur kurzatmige Waffen. Das heißt, ich muss eigentlich nur aus seiner Reichweite kommen, also außer über 400 Meter. Was mir ganz gut passt. Bin ich schon außerhalb seiner Reichweite, kann mich natürlich immer noch treffen, bin noch nicht so weit weg. Meine können bis zu 500 treffen, passt. Das heißt, ich fahre hier noch einmal weg. Jetzt bin ich immerhin 100 Meter aus der Reichweite seiner Kanonen. Wieder schöner Treffer. Jetzt versucht er wieder näher zu kommen. Aber ich habe da Zeit. Und versenkt. Gut. Das war's auch schon mit Quaro. Gehen wir die Quest ab und holen wir uns die letzte. That is good. And I see you have. What's a good word, Scuttler? He's well scuttled then. Blimey, you're keen at this. There's more work in your future. Just give me the usual signal, eh? You'll be scuttling a Valian captain next. Rock Stomper Rodul is a mountain dwarf with a penchant for sinking freedom lovers. So you'll be doing me a personal favor, scuttling his craft. I've no doubt you'll deliver on your word. Rodul commands the galleon Goat's Horn in the open waters east of Nekataka. Ja, und Rodul, Rock Stomper Rodul, den habe ich auch, wahrscheinlich war es auch ein Zufall, direkt neben Nekataka gefunden. Der ist aber eigentlich ein paar Level über uns und das wird man auch gleich sehen, auch er hat ein ziemlich heftiges Boot und der hat im Gegensatz zu dem Gegner vorher auch so ein bisschen einen Mix an Kanonen. Was mir aber aufgefallen ist, er hat nicht besonders viele Kanoniere und deswegen gegen ihn versuche ich jetzt seine Mannschaft zu dezimieren. Also eigentlich ein Kampf, gegen den wir jetzt eigentlich keine Chance nicht haben sollten, aber ich werde jetzt im Laufe des Kampfes ein paar sehr glückliche Treffer schaffen. Das Gute ist, er hat tatsächlich hier, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, viermal geschossen und viermal vorbeigeschossen, obwohl ich jetzt nicht wahnsinnig weit außerhalb seiner Reichweite bin. Und ich versuche es mit Grape Shots, also mit dem Verwunden seiner Mannschaft und kann hier erstmal den ersten verwunden.
Ja, und hier trifft er mich mal so richtig eigentlich. Und zu dem Zeitpunkt sieht im Kampf schon gar nicht gut ausgeschaut, um ehrlich zu sein. Aber hier treffe ich nochmal zwei seiner Leute. Er muss wieder rumschiften, weil er kein Kanonier mehr hat oder nicht mehr volle Anzahl an Kanonieren. Man sieht, er hat schon einen Kanonier verloren. Er kann nur noch mit drei schießen grundsätzlich. Da treffe ich ihn nochmal so richtig hart. Vier seiner Leute verletzt. Vor allem seine Kanoniere sind jetzt alle getroffen. Jo, er kann überhaupt nicht mehr schießen, er hat keinen einzigen Kanonier mehr. Ich verletze weitere Leute. Jetzt ist er quasi direkt ohne Chance und es schaut auch so aus, als wenn er fliehen möchte. Jetzt setze ich um vom Grapeshot und versuche ihm das Fliehen zu vermasseln, indem ich jetzt auf seine Segel schieße, die ich auch mit einem Schuss hier gleich erledige. Und eigentlich ist er jetzt komplett hilflos. Er kann sich nicht mehr richtig bewegen, er hat keine Leute, die mehr schießen können. Eigentlich hätte ich jetzt nur noch auf seinen Rumpf schießen müssen und ihn irgendwann versenken. Aber manchmal macht man einfach Fehler und was mache ich? Irgendwann entscheide ich mich dann tatsächlich, ihn anzugreifen. Das hat zwar dann auch geklappt, also ich habe ihn dann besiegt im Ende. Das Problem war nur, ich musste quasi in den Bordkampf dann gehen. Und der Bordkampf hat insgesamt 13 Minuten gedauert. Ich habe ihn deswegen auch aus dem Video rausgeschnitten, weil es einfach viel zu lange gedauert hat. Also ihr seht, er hat keine Leute mehr. Am Schluss bleiben ihm, glaube ich, nur noch diese sechs Wächter übrig. Und die waren aber alle leider drei rote Totenköpfe für mich und ungefähr so wie die Eisenkonstrukte. Das heißt, die haben kaum Schaden ausgeteilt, aber ich habe ewig gebraucht, bis ich sie down hatte. Also es war ein Riesenfehler, aber naja, ich hätte einfach nur ihn versenken müssen. Wäre überhaupt kein Problem mit gewesen. Wie gesagt, der Kampf ist rausgeschnitten. Wir kommen gleich zur Abgabe der Quest, hier bei Odita. What's a good word, Scuttler? Knowing the Deadfire waters are short, a pirate hunter is worth 10 times its weight in pyres. Hate to say it, Scuttler, but I'm tapped out. My client's gone awfully quiet, so we're both better off sailing for the next horizon. Gut, das waren alle drei Bounty Quests bei Odita. Wir sind jetzt durch Dunwich wirklich komplett durch, da gibt's jetzt nichts mehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.